So, ihr Lieben, wir haben hier die Mona mit einem Beckenschiefstand, eine Omega-Lineal. Das müssen wir doch wirklich mal festhalten. Sie hat das nicht gewusst, dass sie so extrem schief ist. Ich habe auch gerade erklärt, dass sie nur auf den Knochenkanten gelaufen ist. Wir messen mal gerade. Das sind 4,5, fast 5 Zentimeter. Ja, das ist schon extrem. Denn so wie man unten verschoben ist, genauso geht es ja oben weiter. Der Atlaswirbel kann ja auch nicht richtig sitzen. Und das Kiefergelenk unten wird auch entsprechend schief sein. Und das geht es jetzt zu korrigieren mit der Kraft des Geistes. Da lassen wir uns mal überraschen. So, ihr wisst, dass wir Geistheiler sind und ich schau mal, am besten legst dich ab, wie wir das jetzt lösen. Mona, ich bin bei dir, Mona. Du kannst mal deine Augen schließen. Und lass mal alles los. Vielleicht die Kleinen ein bisschen beruhigen da hinten. So, ihr Lieben. Ich bin ja hellsichtig und begleite den ganzen Vorgang. Ich sehe, wie das schon oben mit den Schädelplatten gerade gerückt wird. Dann das Sehzentrum, das Hörzentrum. Auch hier muss korrigiert werden. Kiefergelenk oben und unten wird ganz neu eingepasst. Schulterblätter. Jawohl, sie hat eine S-Kurve und noch eine Gegenkrümmung. Starke Skoliose war das. Und das kann man ja verstehen. Denn wenn man unten so schief ist, setzt sich das oben fort. Hüftgelenke dürfen sich jetzt ganz neu einpassen. Und vor allen Dingen auch die Oberschenkel-Halsknochen gehen in ihre Hülsen. Dann gehe ich schon blitzschnell all die Knie, die natürlich gestaucht sind, durch den extremen Druck des zu langen Beines. Und ich komme aber sehr gut durch. Und ich beende das alles, wenn ich sehe, dass die Wirbelsäule mir entgegenleuchtet. Jawohl. Und da gucken wir doch mal hier unten. Jetzt muss man gleich ein bisschen nach oben machen. Ach, das Hundchen ist das. Weil ja hier auf dem Teppich so viel nicht gerutscht werden kann, wie das hier nötig wäre. Lass das mal locker. Oder setz dich mal ein bisschen auf. Jawohl, man sieht es so. Oh, krass. Boah, ist der Schrank. Ja, was sagt er jetzt? Das ist krass. Sehr toll. Also wenn ich sage, das war deine Rettung, dass du heute hier warst, dann ist das wahr. Wir haben dieses Trauma beendet. Wie wäre das denn ausgegangen durch die ständige Fehlbelastung? Wir haben über 1 Million künstliche Hüftgelenke, OP-Gelenk und Kniegelenke. Das hält ja kein Mensch durch. Und das bleibt dir alles erspart. Jetzt musst du mal laufen lernen, weil endlich stehst du mal mit den Sohlen auf dem Boden. Und die Reflexzonen zum Beispiel hast du auch noch nie betätigt, weil du bist nur auf den Kanten gegangen. Ja, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Gratuliere dir sehr. Danke. Und ja, ich bin froh nochmal, dass du da warst. Und jetzt, wenn ihr hier zuschaut, dann seht zu, dass ihr einen Termin macht und euch retten lasst. Denn alle Menschen sind schief und krumm. Das bringt ihr schon mit aus früheren Leben. Und die Zeit ist vorbei. Wir müssen das beheben und wir können das ja auch. Habt ihr ja eben gesehen. Danke, wir freuen uns auf euch. Danke, Tanja. So, ich würde gerne gerade noch mal die Füße im gestreckten Zustand filmen. Lass mal, lass locker. Ja. Noch ein bisschen gerade? Ja. Super. So ist gut. Noch mal 10 hochziehen. Jawohl. Super. Ja, gut. 4 cm Beckenschiefstand. Und ich danke der Mutter, die so, und dem Vater natürlich auch, die so umsichtig war und ihren Sohn Mann mitgebracht haben. Denn wenn man 4 cm Beckenschiefstand hat, dann ist der Verschleiß ja schon sowas von vorprogrammiert. Es gibt ja Spätschäden ohne Ende. Spätschäden sind die, dass erstmal die Knie leiden beim Sport. Er ist ja noch ein Kind. Wie alt bist du denn? 9. 9.
dann später das Hüftgelenk sich schädigt. Das ist ja gar nicht anders möglich, weil es wird ja ständig mit Gewalt nach oben gedrückt. Die Wirbelsäule bekommt immer mehr Bekrümmung. Ich würde sagen, er hat eine Dreifachskoliose mit sogar einer Vorwölbung. Ich bin hellsichtig, ich schaue es mir gerade an. Der Atlaswirbel ist jetzt ganz nach vorne gekippt, anders geht das gar nicht. Kiefergelenk ist schief. Und wenn die Kinder dann später mal eine Zahnspange brauchen, dann muss erstmal die Grundordnung im Körper hergestellt werden. Und das mache ich ja jetzt. Und wie gesagt, Kinder kommt her. Wenn die Eltern auch noch gar nicht sehen, wie schief ihr seid, wir sehen das sofort und helfen natürlich. Das ist am allerwichtigsten, denn die Spätschäden werden im Vorfeld schon ausgeschaltet. Danke euch. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich würde kurz nochmal, also kommt Film nochmal mit gestreckten Füßen, dann wird das richtig ordentlich auf den Film. Kannst ja. Noch mal hin? So, nochmal kurz anstrengen, Justus. Nochmal Füße hoch, so fest wie du kannst. Jawohl. Und Beine zusammen und Knie runter. Ja, und noch ein bisschen strecken. Super, super. So, das ist der Unterschied im Sitzen. Das sind 4 Zentimeter. Und im Liegen, wenn du dich jetzt bitte hinlegst, Justus, da haben wir 3 Zentimeter Unterschied. Ja, weil er nicht auf seinem Po ganz sitzen kann. Und jetzt machen wir noch mal Folgendes. Bleib liegen, Justus, kannst dich hinlegen. Jetzt hätte ich doch gern noch mal einen starken Mann, der mal am kurzen Bein zieht. Vielleicht kann er es runterziehen. Mhm. Komm, setz dich mal hin. Nicht, dass es abgeht. Nein, also so schwach ist er nicht. So, jetzt ist es länger. Ja. Da guck ich mal. Justus, leg dich wieder gerade hin. Und da schauen wir mal. Was haben wir da erreicht? Kein Millimeter verbessert. Weil das geht gar nicht. Ja, der Mann war nicht stark genug. Das stimmt. Das ist ziemlich ausreichend. Sehr stark. Wir haben dann immer noch 4 cm Differenz. Und das Reindrücken ist auch nicht möglich. Am Beckenschiefstand kann man nicht manipulieren. Und das ist ja auch das Besondere. Ich benutze keine Methode, keine Technik, sondern die Kraft des Geistes. Und dann geschehen die Wunder. Und da beginne ich bei dem Justus. Justus, legt dein Köpfchen mal bitte gerade. Und ich bin ja hellsichtig. Am besten du schließt die Augen. Da kannst du auch in dir fühlen, was da passiert. Ich schaue mir alles von innen an. Ihr Zuschauer solltet die Hände vielleicht mal öffnen, denn die Energie erreicht euch auch. So, natürlich, wenn unten alles so schief ist, dann geht es schon oben los. Der Mensch hat ja hier die 2 Schädelplatten, die liegen auch nicht mittig. Und so sind auch die Gleichgewichtsorgane gestört. Das Sehzentrum, das Hörzentrum, Oberkiefer sitzt schief, Unterkiefer direkt dagegen, ist auch axial verschoben. Und so sind auch die Gehörgänge unterschiedlich ausgebildet. Und dann komme ich schon an mir als Nackenwirbelsäule. Total schief wie unten. Das wiederholt sich oben. Und der Atlaswirbel darf sich jetzt perfekt einbetten. Und wenn der Atlaswirbel sitzt, dann geht das mit der Brustwirbelsäule ganz schnell. Das macht richtig klack, klack, klack. Es sind die Schulterblätter auf einer Höhe, Schultern auf einer Höhe. Der Übergang zur Lendenwirbelsäule. Er streckt und dehnt sich. Das ist immer bei jedem von euch die Hauptbelastungsstelle, wo Stauchungen sind, bei dem jungen Mann hier noch nicht. Da geht das ganz fix. Steißknochen muss er auch mal drauf gefallen sein. Der hatte sich so ein bisschen weggespreizt. So, die Gelenkspalten von den Oberarmen schließen sich. Und das Becken darf sich einjustieren. Und ich gebe hier eine 100%ige Haltbarkeitsgarantie. Einmal für immer. Merkt euch das. Die Herstellung der göttlichen Ordnung ist ein Geschenk des Himmels. Das wird uns nie wieder weggenommen. Und so dürfen auch die Knie jetzt so geordnet werden, dass die Meniske nicht mehr nach oben geschoben sind, nur weil die Kniescheibe zu stark belastet war. Sondern das perfekte Bild zeigt sich mir.
Und dann schauen wir uns das Ergebnis mit an. Komm bitte, ich schieb's ja nur zusammen. Hallo, ihr seid allesamt sprachlos. Ja. So. Der Justus hat 5 cm im Sitzen und im Liegen überwunden. Er hat eine kerzengerade Wirbelsäule, das Becken sitzt verankert für immer. Und jetzt beginnt dein neues Leben. Du bist ja nur auf den Knochenkanten gelaufen, hier auf den Außenkanten, hier auf der Innenkante. Später, wenn er älter geworden wäre, wäre das hier ein richtiger Plattfuß. Und das ist ein Hohlfuß. Das lässt sich ja nicht vermeiden, weil er immer so läuft. Und jetzt hat er das erste Mal die Chance, seine Sohlen zu benutzen. So tritt er auf. Und hier unten ist ja alles voll mit Reflexzonen. Die hat er auch noch nie betätigt. Start in dein neues Leben. Und ihr lieben Zuschauer, seht zu, dass ihr einen Termin macht, kommt her und lasst euch retten. Ich behaupte, das war eine Rettungsaktion. Denn das sind die Spätschäden. Die bleiben natürlich nicht aus. Geht auch gar nicht anders. Und von den Organen habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Und bei den jungen Mädchen auch mal. Und bei den Schwangeren kommt her, lasst euch begradigen. Gerade die Schwangere braucht keine Kaiserschnittentbindung mehr. Wenn das Becken gerade sitzt, hat sie eine leichte Geburt. Und das ist alles sehr, sehr wichtig. Informiert und seht zu, dass ihr kommt. Danke. Tschüss. Können wir gerade noch mal den Test machen? Wir haben ja vorher gezogen. Würdest du mal versuchen, das Bein wieder zurückzubringen in die alte Position? Nicht, dass ich was kaputt mache. Nein, nein. Setz dich ruhig noch mal hin, Justus. Ja. Oder was, setz dich auf? Da haben wir die Füße weiter hier unten. Komm hoch. Mach noch mal, komm noch ein bisschen hier rüber, sonst können wir ja nicht drücken. So, komm her. So, wo bist du? Schau, Fußknochen sind auf einer Höhe. Füße bitte hochziehen, Justus. Noch mal so wie vorher. Wie sitzt du denn jetzt eigentlich? Besser, ja. Genau. So, das ist perfekt gerade, hervorragend, auf einen Millimeter genau. Die Muskeln, die dehnen sich jetzt, ja, die verkürzten. So, jetzt versuch mal, das Bein wieder in die alte Position zurückzuschieben. Ja, da war es vorher, genau. Und Justus setzt sich wieder gerade hin und schwupps, du siehst, das Bein kommt wieder raus. Das hält und bleibt für immer. Es geht nicht wieder zurück. Super. Bist du wegen dessen an Stellen abgeführt worden? Gut, danke.